Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem endlich neuen Parkbauprojekt hier in Jurassic World Evolution. Und wir werden heute gemeinsam eine Arctic Jurassic World erschaffen. Zumindest werden wir heute den Anfang davon machen. Und das Ganze werden wir auf dieser Insel tun. Isla Matanzeros, das ist die Insel, die wir heute anfangen werden zu bebauen. Und zwar nicht das normale Isla Matanzeros, sondern das völlig eingeschneite und eingeeiste Isla Matanzeros. Ich habe natürlich einige Mods installiert, wie ihr sehen könnt. Und ich finde, das sieht schon echt richtig, richtig gut aus. Das ist echt eine tolle Schneelandschaft. Und ich freue mich mega auf dieses Projekt, weil es gibt sehr viele passende Mods im Workshop, die ich noch installieren kann, die da auch noch zu passen. Unter anderem habe ich hier auch sogar noch eine eigene Wegemod erstellt, damit wir da auch wieder ein bisschen Abwechslung haben. Also ich bin super gespannt. Ihr seht hier schon den ersten Weg, das ist so ein weißer. Dann haben wir noch, ich zeige euch die mal ganz schnell, hier so einen grauen, relativ simplen Weg. Dort ist so ein Asphaltweg mit ein paar Rissen drin. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen relativ dunklen Holzweg. Das sind die drei Wegfarben, mit denen wir heute bauen werden. Und ich kann es kaum erwarten und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ich habe mir jetzt noch keinen genauen Plan gemacht, aber ja, wir schauen mal. Es wird hoffentlich spannend, cool und später ein schönes Ergebnis werden. Aber mit eurer Hilfe werden wir sicherlich mal wieder was Schönes zaubern. Wir haben ja schon einige coole Parks gebaut mittlerweile. Aber das hier ist auch was ganz Besonderes für mich, muss ich sagen. Jetzt glaube ich erstmal hier so ein bisschen geschlängelt herausbauen. Ich weiß gar nicht, wie das hier vom Parkgelände her ist. Oh, das sieht man nur ganz schwer hier. Noch eine ganz schöne Ecke. Hier vorne geht es auch entlang. Das könnt ihr wahrscheinlich fast gar nicht erkennen auf YouTube. Aber wir werden hier viel Platz verschwenden, wenn ich so baue. Aber ich werde, glaube ich, diesmal auch nicht darauf achten, dass wir hier das Maximum rausholen. Ich werde einfach so ein bisschen drauf losbauen. Das wird dann hoffentlich schön aussehen. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir da den ein oder anderen Dino weniger im Park haben. Macht ja rein gar nichts. Dieser Seite sollen, glaube ich, erstmal so ein paar Läden hinkommen. Die mache ich jetzt nochmal hier mit der weißen Wegfarbe. Ein kleines Stück. Sieht immer ein bisschen spannender aus, als wenn man alles einfarbig macht. Ich finde auch, dass dieses Grau und das Weiß echt gut zusammenpassen. Wobei Weiß natürlich eigentlich nicht die beste Farbe ist auf Schnee. Aber irgendwie sieht es cool aus. Oh, hier haben wir wieder diese Wegbugs. Die hat man leider manchmal. Kann man nicht viel machen, außer umzuprobieren. Und hier kommen jetzt ein paar Läden hin. Am besten machen wir vorne einen Laden hin, der so einen seitlichen Eingang hat. Der dann Richtung nach hier zum Haupteingang zielt. Finde ich immer am schönsten. Ich bin gerade am überlegen, ob wir das hier gleich noch ein bisschen erweitern sollen. Jetzt sieht das mal eben so. Ich glaube, hier brauchen wir gleich noch ein bisschen mehr Platz. Ich mache mir das jetzt hier gleich nicht alles wieder kaputt. Das wird schon werden. Noch ein Stück weitergehen. Ach, hat sogar geklappt. Wunderbar. Dann haben wir hier gleich nämlich noch mehr Platz für den Laden. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass wir hier gleich den Eingang noch ein bisschen erweitern. So, der erste Laden steht. Optisch passt ja schon mal super rein. Sogar hier die Bäume sind gefärbt mit Schnee. Wie cool. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Aber jetzt seht ihr, was ich meinte hier mit der rechts erweitern. Weil es ist immer ein bisschen doof hier mit den Eingängen, finde ich. Immer schöner, wenn das hier ein bisschen breiter ist. Mal schauen, das hinbekommen, ohne dass es doof aussieht. Und halt so machen. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
Am liebsten wäre mir tatsächlich schräg. Aber dafür ist das dann wieder nicht weit genug, glaube ich, ne? War nicht, dass wir uns das hier jetzt wieder alles zerschießen. Kennt ihr das Problem? Ah, noch sieht's gut aus. Jetzt zickt er jetzt leider wieder ein bisschen rum. Aber so geht ja auch. Auch nicht schlecht. Und dann könnten wir hier. Entweder machen wir das. Oh, finde ich nicht schlecht, glaube ich. Jetzt kann man hier nämlich ein bisschen schicker reingehen. Wobei wir das sogar noch hätten. Hätte ich es eh näher ranmachen sollen. Nee, eigentlich bin ich zufrieden damit. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wäre cooler, wenn das irgendwie noch so die Hälfte wäre von der Wegbreite. Das wäre noch cooler, aber so ist auch schon nicht schlecht. Brauchen wir natürlich noch einen zweiten Laden. Das wird. Oh, welcher Laden passt denn da gut rein? Der hier vielleicht? Nein, optisch. Ich würde den eigentlich gerne schöner hier ranpacken. Aber die Kurve ist sehr steil. Ich habe Angst, dass das hier zu steil ist und der Laden dadurch doof aussieht. Erzählen wir ihn mal und schauen mal. Ich habe jetzt hier die Fossilienzone doch nochmal ausgetauscht gegen einen Spielwarenladen. Der hat ein bisschen besser von der Größe und Form reingepasst, weil dann geht das hier ein bisschen genauer über und so sieht jetzt der Weg aus. Hab dann hier noch den Wald ein bisschen dichter schon mal gemacht. Und jetzt geht es direkt weiter zum Erstgehege. Und dafür werden wir eine weitere Mod benutzen, nämlich eine Zaunmod. Die habe ich euch ja letztens schon vorgestellt. Da sind ganz viele verschiedene Zäune drin. Und das erste Gehege bauen wir mit diesem leichten Stahlzaun, der jetzt richtig winzig ist. Weil da soll irgendwie ein kleiner Pflanzenfresser rein oder mittlerer Pflanzenfresser. Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht hole ich auch irgendwas aus dem Workshop. Was heißt Workshop? Von der Modding-Seite meine ich natürlich. Workshop gibt es ja leider nicht. Aber ich habe mir vorgestellt, dass wir hier vorne einfach ein rundes Gehege bauen. Als erstes kleines Gehege. Es könnte schon von der Größe her hinkommen. Mal kurz als Größenvergleich diesen Baum. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Hätte sogar noch ein bisschen kleiner gekonnt, glaube ich. Ich mache das mal ein bisschen kleiner noch. Mal immer so. Dann ist es auch auf jeden Fall gleichmäßig. Okay, der innere Kreis, das soll das Gehege werden. Ich hoffe, das kommt alles soweit hin. Ich muss mal ganz kurz überglätten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze klappen wird. Ich habe mir nämlich vorgestellt, hier in der Mitte ganz leicht erhöht, nicht zu sehr. Sonst können wir da nachher nichts mehr platzieren. Nochmal so. Und da soll nämlich dieser große Baum rein. Jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt doch ein bisschen zu klein gegangen. Vielleicht hätte ich doch die größere Größe benutzen sollen. Ah, jetzt passt es aber. Sehr schön. Wir sollen nämlich hier in die Mitte. Müssen wir mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen absenken, ohne dass es nachher zu eckig und kantig aussieht beim Stamm. Das sieht aber schon ganz gut aus. Weil wir müssen jetzt natürlich, weil das noch ein Gehege ist, auf jeden Fall Wasser hier unterbringen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Eigentlich reicht so ein kleiner Tümpel. Vielleicht auch auf zwei Seiten. Das wäre auch nicht schlecht. Auch noch mal ein bisschen Wasser haben. Schon wieder keine Wasserhöhe. Könntest du mir vorstellen. Aber so ein paar Pfützen haben wir jetzt ja. Das ist super. Und dann machen wir schon mal Pflanzenfresser-Futterspender rein. Der kann sogar unter dem Baum. Unter die Blätter. Das finde ich cool. Das sieht super aus. Gestalten werden wir das natürlich auch noch. Aber erstmal wird da jetzt was drumherum kommen, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hoffe, das klappt soweit. Da wollen wir natürlich den Weg einmal drumherum. Möglichst nah ran.
Machen wir kurz die Bäume hier weg. Und jetzt schön nah um den Zaun herumbauen. Ah, ist gar nicht so einfach manchmal. Und wenn man so außer Übung ist wie ich. Mit schön bauen. In Jurassic World Evolution. Auch so eine kleine Kunst, ne? Das muss man ja sagen. Aber verlernt haben wir es nicht. Wie Fahrradfahren. Verlernt man nicht. Sagt man ja zumindest. Ich glaube, man verlernt auch Fahrradfahren in echt. Irgendwann. Man hat es nur dann wieder einfacher, das zu lernen, weil man es schon mal gelernt hatte. Das ist so der einzige Unterschied. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man bei so Wegen nicht zu nah rangeht. Dann bekommt man auch Probleme. Wichtigste ist, dass es nachher auch schön rund aussieht. Einigermaßen gleichmäßig. So, jetzt haben wir es. Jetzt sieht es auch ganz ordentlich aus. Müssen wir uns mal kurz überlegen, wo wir später alles Wege abgehen lassen. Weil das ist so zumindest der erste Mittelpunkt. Und dann später auch die Rehwegrichtung abgehen. Ich denke mal, nach hier oben sollte was gehen. Und vielleicht hier in diese Richtung. Könnte sogar schon reichen. Vielleicht können wir dann in diese Richtung nochmal eine Toilette machen. Oder hier in den Wald. Könnte man auch überlegen. Eine Toilette fehlt uns definitiv noch. Mach mal erstmal so. Und so. Falls wir das später nochmal ändern wollen, ist das, denke ich mal, kein Problem. Den Kreis, den nehmen wir jetzt nochmal mit dem weißen Weg umherum. Ihr seht jetzt, ich habe nicht ganz gleichmäßig gearbeitet. Das konntet ihr gerade an der Linie sehen. Sonst hätte sich jetzt die Linie von dem Weg hier, wenn ich den platziere, perfekt an die Linie hier angeschmiegt. War nicht ganz der Fall. Dann habt ihr gesehen, dass ich die Rundung nicht ganz perfekt gemacht habe. Aber hier geht's sogar. War nicht schlecht. Und hier ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Aber ich denke mal, das sollte auch nicht auffallen, ne? So kleine Fehler. Macht rein gar nichts. Und zack. Dann haben wir das. Eine weiße, wunderschöne Linie drumherum. Und da drumherum könnten wir jetzt eigentlich nochmal einen anderen Weg machen. Ein Kontrast. Oh nein, der geht da oben rüber. Ne, macht er nicht. Okay. Ich dachte gerade, das wäre ja richtig weird. Weil wenn ich den hier so platziere, fängt er erstmal so an, oben drüber zu zeichnen. Ne, jetzt backt er ja hier wieder richtig rum. Ist das nur ein Anzeigefehler? Nee. Ach komm schon. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich ziehe jetzt nochmal in den Holzweg hier einmal rumherum. Und schon haben wir hier einen wunderschönen Kreis. War ein bisschen fricklige Arbeit, aber hat jetzt ganz gut geklappt. Und die Farbkombination gefällt mir auch gut. Glaube ich auch cool, dass dann da so ein Gehege ist. Mit einem kleinen Zaun. Müssen wir natürlich noch so ein bisschen gestalten. Ich weiß halt nicht, was wir da noch unterbekommen. Vielleicht den einen oder anderen Felsen sogar. Mal schauen. Eigentlich eher nicht. Zumindest jetzt gerade ganz, ganz schlecht aus. Der Baum, der blockiert natürlich viel, ne? Oh, da war gerade, glaube ich, kurz blau. Ist etwa möglich hier. Oder war es echt blau? Genau im Wasser geht. Das nehmen wir doch an, ne? Warum nicht? So ein bisschen Deko for free. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt fangen wir mal an zu gestalten. Ich will auf jeden Fall hier nicht zu viel Rasen haben. Soll auch noch ein bisschen zugeschneit sein. Ich denke mal, ich mache so ein bisschen mehr Rasen Richtung Baum hin. Hier vorne eher Schnee. Müssen wir das Ganze dann einmal so machen. Weil es dort Büsche sind. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier mit dem Buschtool wieder so ein bisschen Gras und Grün dahin machen. Das sieht doch schon sehr gut aus. Und natürlich jetzt hier sogar noch ein bisschen mehr machen.
gerade auch hinten beim Baum. Macht das vermutlich Sinn? Das sieht ja auch schon gar nicht so schlecht aus. Und das auch noch ein bisschen grüner. Nee. Aber das muss auch nicht grüner sein. Ist ja ein Schneegehege, ne? Ist ja ein ganzer Schneepark. Also warum nicht? Sieht doch schon ganz cool aus für ein erstes Gehege. Und in unser erstes Gehege kommen Dodos. Denke ich mal ein super passendes Tier für diese eisige Gegend. Und auch ein super erstes Tier, um die Besucher zu begrüßen. Ist auch nicht zu gefährlich für den kleinen Zaun. Ich denke, auf jeden Fall mega, mega perfekt. Insgesamt werde ich 5 Stück freilassen. Nur noch ein frei. 3 Stück in Blau und der Rest hier in diesem Braunton. Oder Grau. So braun-grau würde ich sagen. Er passt mega gut hier rein. Ich glaube, das war eine sehr gute Wahl. Und alles, was Federn hat, passt ja sowieso super hier rein. Ihr könnt natürlich für diese 5 wieder wunderschöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meiner Arctic Jurassic World. Der letzte müsste jetzt auch gleich landen. Und dann können wir uns das mal angucken. Spektakel. Da sind sie. 2 wunderschöne blaue und 2 grau-braune. Mega cool mit dem Zaun. Er kommt auch super hin von der Höhe. Also da haben die Besucher dann wirklich einen wundervollen Blick drauf. Das ist echt toll. So, unser erstes Gehege steht, ist eingerichtet und hat seine ersten Bewohner. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Namen. Also seid fleißig in den Kommentaren. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir weiter. Schmücken jetzt erstmal hier das Ganze ein wenig aus. Wieder mit Wald. Wir werden relativ viel mit Wald arbeiten. Ich finde den Wald ziemlich schön, muss ich sagen. In diesem ganzen Schnee. Ein paar Bäume, die Schnee in den Baumkronen haben oder auf den Blättern, sehen eh immer mega schön aus. Das Problem ist natürlich auch, wir haben ja sonst nicht wirklich was an Deko-Elementen. Also wir sind da ja ziemlich eingeschränkt. Was echt schade ist. Hoffen wir mal, dass das nächste Jurassic World kein Jurassic World wird, sondern ein Planet Jurassic oder so. Mit den Möglichkeiten von Planet Zoo oder Planet Coaster. Das wäre cool. So, hier wird es dann später ungefähr weitergehen. Der Baum ist mir ein bisschen zu weit. Ich will, dass man das von oben sieht. Einen schönen Kreis. Der ist mir auch zu weit. Der verdeckt ein bisschen. So, so sieht das nämlich jetzt aus, unser Eingangsbereich. Ist doch schon gar nicht so schlecht. Man kann natürlich dann noch hier den ein oder anderen Felsen später reinmachen. Müssen wir jetzt reinmachen. Vielleicht können wir gleich auch nochmal mit dem Rätool ein wenig rumspielen. Ich setze hier einfach mal random ein paar Felsen rein. Gerade auch hier am Rand ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt bauen wir erstmal hier in diese Richtung ein bisschen weiter. Ich würde hier ganz gerne so bauen. Hier vielleicht nochmal eine kleine Toilette unterbringen. Wir dürfen auch gar nicht zu sehr hier rüber gehen. Halt den Rand nicht sehen. Oder erst noch ein ganzes Stück drüben. Das ist gar kein Problem, wenn wir hier den Platz noch nutzen. Aber das ist hier alles uneben. Jo. Och, das ist ja eine richtige Erhöhung gewesen. Das hat man gar nicht gesehen. Ich meine, ich möchte natürlich später auch ein bisschen mit Erhöhungen arbeiten. So ist nicht. Aber ja, hier am Anfang noch nicht. Muss nicht sein. Die Toilette, die werde ich wahrscheinlich ähnlich wie in dem anderen Stil vorne einbauen. Wenn ich hier den weißen Weg so ein bisschen mache. Ich glaube, die kann ein bisschen weiter nach hinten noch. So groß war die, glaube ich, nicht. Ich schaue mir die nur mal kurz an. Da habe ich das kleinste Gebäude. Jo, okay. Das heißt, ich brauche hier gar nicht so viel Platz einplanen, wenn ich hier nur die Toilette hinmache. Ja, es geht aber. Ist jetzt nicht so schlecht. Das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Palmen und sowas will ich so gut wie es geht vermeiden. Passen einfach hier nicht rein in das
Klima, finde ich. So ein paar Palmen werden wir natürlich immer haben, weil die einfach bei den Standardbäumen dazugehören. Aber ich werde die jetzt nicht so noch platzieren. Vielleicht später, wenn sich es irgendwo anbietet. Eigentlich passt das hier nicht rein. Und dann werden wir schon eher Redwood Trees verwenden. Das gefällt mir echt super, super gut. Hier ist es vielleicht ein bisschen zu grün. Können wir da nochmal das Hand anlegen, dass es ein heller wird. Um Ihnen maximalen Komfort bieten zu können, haben wir eine neue Toilettenanlage eröffnet. Ich meine, so ein bisschen grün ist ja nicht verkehrt. Aber so ist das schon nicht schlecht. Okay, so sieht es von oben aus. Das ist doch schon ziemlich cool. Ich habe jetzt eigentlich schon alles geschafft, was ich in der ersten Folge schaffen wollte. Ein paar Läden bauen, eine Toilette, das erste Gehege, die ersten Lebewesen. Also ich bin eigentlich schon ganz glücklich. Das ging sogar schneller als gedacht. Deswegen kann es gut sein, dass die Folge etwas kürzer ausfällt. Aber das macht ja nichts. Ist ja ganz gut für die erste Folge. Dann könnt ihr nämlich jetzt mal fleißig in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Projekt haltet. Und natürlich, wenn euch das Projekt gefällt, lasst auf jeden Fall ein Däumchen für mich da, damit ich da Bescheid weiß. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.